Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat auf die Verletzung von Ersatztorwart Ruven Sattelmeier reagiert und Schlussmann Max Grün verpflichtet. Der 31-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2020. Grün spielte zuletzt für den VfL Wolfsburg, sein Vertrag war im Sommer aber nicht mehr verlängert worden. Für mich war sofort klar, dass ich die Herausforderung hier wahrnehmen möchte. Die Werte, für die der SV Darmstadt 98 steht, passen auch gut zu mir. Ich bin Feuer und Flamme für meine neue Aufgabe und freue mich auf das erste Mannschaftstraining mit meinen neuen Teamkollegen, sagte Grün. Sattelmeier hatte sich im Training einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie zugezogen, in Daniel Heuer-Fernandes und Florian Stritzel standen Darmstadt somit nur noch zwei etatmäßige Keeper zur Verfügung.